So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Es ist laut meiner Uhr Freitag. Es ist allerdings nicht Nacht, weil, ja, ich nehme ein bisschen früher dieses Mal auf, ne? Ich habe keine Lust, jetzt extra auf Abend zu warten. Ja, Route 36. Jetzt holen wir ja unser nächstes Team-Pokémon in diesem Part. Haben wir denn unser Felino noch dabei? Ja, wir haben es noch dabei, das ist gut. Jetzt gehen wir zum Einheitstunnel, mal wieder. Jetzt können wir ja den Surfer einsetzen, da wir den Orden von Tick City haben. Oder ist es Tick City? Ja, Tick City ist es. Genau, die andere war Violas, die verwechselt die zwei Städte vom Namen her immer gerne. Ach, Taubsi. Was willst du, Taubsi? Hast du nichts Besseres zu tun? Komm, ich geh weg. Ich geh weg, ja. Wieder super deutsch. Hier ist noch ein Taubsi bestimmt, oder? I want to see it. No, it's a Rattan. Na, jetzt rede ich hier nicht wieder Englisch, sonst wird es wieder so ein Part. Ne, wie damals. Vor 3, 4 Parts, glaube ich, war das. Jetzt gehen wir zum Eintunnel und fangen dort unser neues Team-Pokémon. Verdammt nochmal. Nur wilde Pokémon tauchen hier auf. Hier ist schon wieder ein Rattan. Ich würde ja freuen, wenn es jetzt 3 verschiedene Pokémon gewesen wären, die jetzt aufgetaucht wären. Aber es sind nur 2 verschiedene, nämlich Rattan und Taubsi. Gut, ich würde sagen, wir haben einfach mal unsere Pokémon, einfach mal so, weil wir schon hier sind und weil sich das Pokémon Center da anbietet. Die Macher sind bestimmt ganz traurig, wenn wir das jetzt nicht verwenden, das Pokémon Center. Die weinen dann wahrscheinlich, das wollen wir ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt rein aus Prinzip ins Pokémon Center, wenn hier schon eins ist. So, und jetzt gehen wir in den Einheitstunnel. Und wir werden begrüßt von einem wilden Kleinstein. Wenn wir unser Wasser-Pokémon gefangen haben, das es hier gibt in dieser Höhle, ja, dann haben wir keine Probleme mehr mit Gesteins-Pokémon, weil momentan ist unsere Hauptschwäche der Gesteinstyp. Weil wir ja ein Iglava haben und ein... Moment, ich habe das andere vergessen. Und ein Golbat, genau. Und die zwei Typen sind anfällig gegen Stein. Daher müssten wir quasi ein Wasser-Pokémon ins Team nehmen. Und hier geht schon mal Licht lang. Ach komm schon, ihr wilden Pokémon. Ich hätte einen Schutz mitnehmen sollen. Ich glaube, ich aktiviere jetzt gleich einen Schutz. Weil diese Plagegeister, die nerven. Die sind es nicht würdig, gegen mich anzutreten. Nicht mit diesem scheiß geringen Level. Ja, ich habe Scheiße gesagt. Oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Okay, ne, einen Schutz haben wir nicht. Wir haben nur ein paar Bären und Heilzeugs. Das heißt, wir müssen da jetzt auskommen mit diesen wilden Pokémon. Ich will eine Speed-Taste. Nein, ich habe sie immer noch nicht eingestellt. lass mich in Ruhe. Ich verpiss mich. So. Ich verpiss mich aus den wilden Pokémon kämpfen. Was soll denn das hier? Warum greift ihr mich an? Ihr wilden Kleinsteins nervt mich die ganze Zeit. Da flieh ich jetzt aus dem Kampf. Hier unten geht es entlang. Dort finden wir unseren... Ja, hier finden wir einen versteckten Punkt. Hier sind auch ein paar Trainer. Wer ist da? Lass mich und lass mich... Moment, lass mich und meine Pokémon in Frieden. Achso, ich hab da ich hab gedacht, jetzt kommt testen. Lass mich testen, das wäre rein von grammatikalischen total falsch. Wow, 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 Entwicklung, Knogger, was ist denn los hier? Die gehen ja richtig ab. Ja, ich bin Knogger Level 24, ich bin beeindruckt. Und warum setze ich nicht Golbat ein? Knogger ist auch ein Bodentyp und wäre jetzt dann mit einer Knochenattacke nicht wirkungsvoll, wieder falsch formuliert, ich weiß. Ich glaube, im letzten Part habe ich total flüssig gesprochen. Kam mir so vor, war auch bestimmt so.
Weil es da viel zu quatschen gab. Jetzt kämpfen wir nur gegen ein paar Trainer. Und wenn man in einer Arena ist, kann man viel besser kommentieren, weil man da gleichzeitig über die Trainer diskutieren können oder über den Geistertyp zum Beispiel. Naja, gut. Ein Kung-Fu-Strahl für einen Knogger bitte. So, und jetzt bitte einmal selbstverletzend. Das wäre jetzt sehr schön von dir. Ja, danke schön. Wenn du schon meinen Igler tötest. Und jetzt beißen wir dich nieder. Und jetzt bitte selbstverletzen. Emo-Style. Jawohl. So ist es schön. Und jetzt beiße ich dich zu Tode. Widerliches Knogger. Na komm, hurt yourself. Oh. Schade. Okay, dann probieren wir es noch einmal mit einer Pissattacke. Und Level 24 für Nebulak. Noch ein Level, da haben wir einen Apollo. Er hat noch einen Knogger. Oh mein Gott, er mag Knochen. Er würde am liebsten meine Knochen auch aus meinem Körper rausreißen und sie dann zu einem Knogger formen lassen. Ah, dann drittes Knogger. Ich wette, die ganzen Knogger bestehen alle aus Knochen von den Trainern, die er getötet hat. Mit seinem zweiten Knogger. Okay, das ist jetzt schwer zu verstehen, aber wenn ihr schon das schwer zu verstehen findet, dann will ich euch jetzt mal was zeigen. Moment, ich hol mal schnell den Text raus. Bis gleich. Also wenn ihr das schon heftig findet, ist mit dem schwer zu verstehen, dann lese ich euch jetzt mal einen folgenden Text vor. Ich setze noch meine Brille auf. So, und jetzt lese ich euch mal raus vor. Ich mache mal kurz die Musik aus. Die Hilfsbibliothekare, die mir die Bücher ausgeliehen trugen, dickglasige, rundgegrillte Brillen, graue Ärmelschoner und hatten am Hosenboden ein eingenähtes Herz, das Sitzleder. Und jetzt kommt ein Satz ohne Punkt. Den müsst ihr mal aufpassen. Also, er geht folgenderweise. Jeder saß vor einer schwarzen Regenton, keine Ahnung, und füllte mit zwei nikotingefärbte Krummfingern, die wie die Krallen eines Raubvogels über der Tastatur schwebten. Jahre in. Katalogkarten aus einer Karte nach der anderen. Denn jede Stiftsbibliothekar, auch mein Onkel, pflegte mit seinem Amtsantritt ein eigenes System einzuführen. Ein System, welches das System eines Vorgängers allmählich ersetzen sollte. Das Dumme war nur, dass noch kein System das Ganze oder zumindest einen Teil des Ganzen erfasst hatte. Eher im Gegenteil, je länger die Bibliothek bestand, desto komplizierter wurden die Systeme, desto zahlreicher die Bücher, so dass mit jedem Jahr, ja mit jedem Monat, an dem unendlich sich verzweigenden Bücherbaum neue, jedoch bereits überfüllte Gestelle ausschlugen, über den Barocksaal ins Unendliche weiterführend, unter das Dach hinauf in die Keller hinab, Bücher. Aber tausende von Titeln niemals zu bewältigen, niemals zu katalogisieren, weshalb ein Vorgänger des Onkels vermutlich eine dieser kargen, geisthalsigen Varianten, die im Esszimmer hingen, eine Sentenz von Augustinus unter den Normaluhr an die Wand gepinnt hatte, selbstverständlich im Latein. Und sollte dich der letzte Tag nicht als Sieger finden, finde er dich wenigstens als einen, der gekämpft hat. Das müsst ihr euch geben. Dieser Text oder beziehungsweise dieser letzte Text, den ich gerade vorgelesen habe, das war alles ein einziger Satz. Und da mussten wir in der Schule einfach mal so Kommas setzen, ne, bei diesem Text, so als Info, also falls ihr das schon schwer findet. So ein Scheiß machen wir in der Schule. Okay, zurück zum Spiel. Okay, ich beiß ihn zu Tode, wie vorhin das andere Knogger auch. Und bitte nochmal hurt yourself. Jawohl, so ist es schön. Und jetzt verpassen wir dir den K.O.-Schlag. Oder du dir vielleicht selber, mal schauen. Du Bücherknogger! So, Kenji. Verschwinde, geh weg!
Magst du mich nicht? Na gut, dann mag ich dich auch nicht. Hehehe. Gut, hier können wir surfen, auf unserem Felino natürlich. Das Felino muss eine ganz schöne Last aushalten, wenn wir jetzt so auf dem Surfen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich glaube, so ein Felino ist ganz klein, ne? Ich bin hierher gekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen. Ich zeige dir meine Ergebnisse in einem Kampf. Meinetwegen. So, wie heißt du auch wieder ein Pokémon-Jack? Kengo. Warum haben alle Pokémon-Jacks so einen japanischen Namen? Okay, hier ist ein seltenes Pokémon, Kangama. Kennen wir ja aus der Game-Edition. Das hatte ja damals der Giovanni gehabt. Jetzt rede ich hier schon auf Bayerisch gehabt. Ich glaube, ich probiere es mal mit Evoli. Wir setzen unser Evoli ja sehr selten ein. Ich müsste Evoli echt mal häufiger einsetzen. Sonst wird es sich nie entwickeln zu einem Psyanachtablitz Aquanflammar. So. Ich würde sagen, wir senken erst einmal seine Genauigkeit. Ich würde sagen, dreimal, ne? Dann sind wir mit unserem Evoli auf der sicheren Seite. Und ich merke gerade, sein Kangama hat Level 26. Super. Unsere Pokémon haben nicht einmal annähernd Level 26. Ich glaube, hier waren die Macher ein bisschen übermütig mit den Leveln. Weil man muss hier damit rechnen, dass man hier mit Surfer hinkommt, nachdem man den Ordner hat. Ne? So. Das ist etwas nachlässig jetzt gemacht von den Entwicklern, aber jetzt, da wir Surfer haben, haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir die Story fortsetzen können. Wir können jetzt einmal nach Westen gehen, nach Orania City oder nach Osten am Kesselberg vorbei in Richtung Ebenholz City ist die Stadt. Ne, Ebenholz City ist die Drachenstadt. Ich meine die Stadt mit den ne und so mit den Eisarena-Leiter. Gut, wir können ihn nicht mit Geisterattacken treffen. Daher muss ich jetzt auf eine Fluchattacke zurückgreifen. Eine andere Option haben wir leider jetzt nicht mehr. Und warum kann sein Kangama Biss? Jetzt haben wir ein Problem, oh Gott. Gut, wir haben jetzt nur noch unser Golbat. Verdammt. Ihr seht, die Level, die sind mehr als unfair. So, hier eine Verwirrung. Und verflucht bist du auch noch. So, jetzt das Selbstverletzen. Jawohl, viermal hintereinander mal ist es, glaube ich. Also gut, und jetzt Biss. Unser Golbat braucht mal eine gescheite Attacke. Ich meine, ständig nur mit dem Biss angreifen ist ja auch nicht von Dauer. Ich glaube, mit Level 32 lernt Golbat Flügelschlag. Wäre eine gute Attacke, weil Golbat noch ein Flug-Pokémon ist und darauf noch Step drauf wäre. Und bitte jetzt eine Entwicklung zu X-Bart Golbat. Wäre ganz nett. Boah, der war zäh. Du hast es mir aber gezeigt. Verdammt. Oh Gott, soll ich noch weiter reingehen? Ich glaube, ich sollte mal wieder zurück ins Pokémon Center. Ja, ich muss zurück ins Pokémon Center, Leute. Ich mach das offscreen, ne? Ich mach das offscreen, also dann gehe ich jetzt offscreen ins Pokémon Center. Aber offscreen, ne? Also, dann mache ich es jetzt offscreen und dann sehen wir uns gleich ins Pokémon Center, nachdem ich das offscreen gemacht habe. Moment, habe ich gerade gesagt, wir sehen uns im Pokémon Center wieder? Ich meine natürlich, wir sehen uns hier an der Stelle wieder, nachdem ich offscreen ins Pokémon Center gegangen bin und dann offscreen wieder offscreen-mäßig hierher gelangt bin. Also, bis gleich. Sorry, ich habe gerade nicht bemerkt, dass ich aufgenommen habe. Jetzt befinden wir uns mitten im Kampf. Ich habe da schon ein bisschen angefangen. Naja, egal. Gut, dass ich früh genug bemerkt habe. Ich habe nicht so weit gespielt. Es ist gerade mal der erste Trainer. Ja, mein Fehler. Kann passieren. Vor allem, wenn man nicht aufmerksam ist und richtig auf die Pause, auf die Weitertaste drückt. Hurra! Dann passieren Fehler, okay. Wir kämpfen hier gerade gegen einen Trainer, der alle drei Starter-Pokémon aus Kanto einsetzt. Ich habe gerade, also vorhin gegen seinen Glumanda angetreten, das hat mein Igler aber ein paar Probleme bereitet. Jetzt haben wir gerade Schicke besiegt und jetzt kommt der Pflanzenstarter, Bisasam. Oh, Maus weg. So, Bisasam entwickelt sich zu Bisaflor. Ich glaube, das wissen auch die meisten von euch. Wenn nicht sogar alle. Und wie ihr auch wahrscheinlich alle wisst, sind Pflanzen-Pokémon stark, ja. Schwach gegen Feuer.
Oh nein, du schläferst meinen Diglava nicht ein. Böses Bisasam. Böses Bisasam. Du sollst dich schämen, wenn sowas zu versuchen. So, geschieht dir recht, du blödes Pflanzenviech. Dein Stil ist beeindruckend. Ja, das war der erste Astrainer im Spiel. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo wir sind. Ja, ich bin hier ein bisschen runtergelaufen. Und bin hier so an so einer Strandinsel. Naja, Strandinsel ist es nicht. An so einer kleinen Insel Dingens gelandet. Und die wilden Pokémon lassen mich nicht in Ruhe. Und sind jetzt sogar noch stärker. Ich freue mich nicht. Ich brauche noch ein paar Kraftpunkte für das Pokémon, was ich fangen möchte. Hallo, versteht ihr mich schlecht? Ich habe gerade erklärt... Oh, Golbert. Ich habe gerade erklärt, dass ich die Kraftpunkte noch brauche. Ich wette, dieses Golbert lässt mich nicht fliehen, richtig? Oh, tut's doch, okay. So, gehen wir wieder auf unser Felino drauf. Naja, die bekämpfe ich jetzt nicht. Ich hole mir zunächst das Pokémon ab, was wir hier finden. Wer hat die Schlampe dahin gesetzt? Für meine Lieblings-Pokémon würde ich überall hingehen. Das würde jeder Wahltrainer tun. Ey, lass mich doch in Ruhe, du verdammte Girl. Ich will das Pokémon fangen und nicht gegen dich kämpfen. Astrainer, wow, Quapuzzi. Ich wette Level 30, oder? Level 28, jawohl, genau. Als wären die Pokémon-Level nicht schon stark genug. Wir hatten ja vorhin schon Probleme mit diesem Level 26er Kangama. Und das war's für mein Evolok. Arrivederci. Ich laufe jetzt nicht wieder zurück ins Pokémon-Center. Das kannst du dir abschminken. Blöde Tusse. Na komm, scheiß drauf, ich nehme Golbat. Komm. So, und jetzt Verwirrung. Ja, sorry, dass ich in diesem Part ein bisschen gereizt bin. Ich möchte das Pokémon so schnell wie es geht fangen. Damit wir es schnell genug trainieren können. Und ich mag diese Stelle vom Spiel auch nicht so richtig. Durch den Einheitstunnel laufen mit Surfer und so. Solche Stellen mag ich eigentlich gar nicht. Gut, das ist momentan scheint ihn nicht angreifen zu wollen. Er schreckt einfach nur zurück. Und jetzt hast du, so tut es sich selbst verletzen, oder? Na, leider nicht. Er setzt dringend kann sein. Verstärkt Wasserattacken. Aber ich glaube, er wird gar keine mehr einsetzen können. Weil wir ihn jetzt ausgenockt haben. So, jede Menge Erfahrungspunkte. Ich hoffe, ich... ja, wäre schön gewesen, wenn Nebulok diese Punkte bekommen hätte. Aber naja. Gut. Und jetzt befindet sich hier unser nächstes Team-Pokémon. Es ist ein... Nein, das ist es nicht. Nein, kein Morlord. Lass mich nur, Morlord. Geh weiter pennen. Sorry, falls ich dich gestört habe. Geh weiter schlafen. Danke. Hallo, wo ist unser Team-Pokémon? Oder ist es ja Freitag, ne? Moment. Ja, Sonntag? Warum Sonntag? Ich habe bei mir Freitag eingestellt. Ich verstehe nichts mehr. Sonntag 4 Uhr. Bei mir ist 19 Uhr 3. Nee. Ja, 4 Uhr stimmt bei mir auch soweit. Okay, wisst ihr was? Ich muss mal wieder die Uhr stellen. Bis gleich. Also irgendwie haben wir jetzt ein Problem mit der Uhrzeit, weil ich habe gerade die Zeit auf Freitag gestellt, aber es ist immer noch Sonntag. Also, es muss Freitag sein, damit dieses Pokémon auftaucht. Ich kann mir nicht helfen. Entweder warten wir jetzt, bis es wirklich Freitag ist in Real Life, oder... Also, ihr habt... Also, es ist ja heute Mittwoch, muss ich zugeben. Es ist nicht Freitag, sondern Mittwoch, ne? Aber die Uhr zeigt an, laut dem Pokécom, dass es Sonntag ist. Ich habe die Uhr vorhin gestellt auf Freitag, also die Windows-Uhr. So, dass es jetzt hier im Spiel eigentlich Freitag sein müsste. Aber es ist Sonntag. Ich habe auch ein paar Save States geladen, bei denen war Freitag angezeigt. Ich kann es mir nicht erklären, also ich muss anscheinend warten, bis es hier im Spiel Freitag ist. Das müsste dann demnach Moment. Ich bin Hauptschild, ich muss ein bisschen länger. Ich brauche ein bisschen länger, bis ich das berechnet habe. Also heute ist laut dem Spiel Sonntag. Das heißt, damit es Freitag ist, muss ich jetzt 5 Tage warten. Nö, ne, soweit so gut. 5 Tage. Dann rechnen wir mal von Mittwoch auf 5 Tage. Also, heute ist Mittwoch, also Donnerstag,
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Also müsste ich am Montag weitermachen. Laut dem Pokémon-Spiel. Das Problem ist, am Montag geht bei mir gar nicht. Ne, da habe ich Sport und so. Nee, das kann ich nicht machen. Glaube ich. Also ich glaube, im nächsten Part, am Montag muss ich den wahrscheinlich produzieren. Es geht nicht anders. Am Montag, im nächsten Part, werde ich wahrscheinlich total kaputt sein. Vielleicht werde ich auch nur das Pokémon fangen. Mal schauen, also, ne, am Montag geht's weiter mit Pokémon Kristall. Also dann, bis dann, ciao!